nach Ausgang aus. Ich muss wissen, warum Kraven mich hergebracht hat. Erst mal raus hier und Spider-Man anrufen. Falls er okay ist. Okay. Was geht hier ab? Das ist... Okay. Es gibt keinen Kampf. Ich hab's versucht. Ich hab dich früher erwartet. Was ist mit dem Elan der Jugend? Hm? Kämpft bis zum Tod. Oder sterbt ihr gemeinsam? Wie viele Menschen haben Sie getötet, bevor ich herkam? Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich bin es leid, gegen Schwächlinge zu kämpfen. Beweise, dass du meines Lebens würdig bist. Ich verstehe, dass du mich umbringen willst. Das kann ich nicht zulassen. Warum hätten sie es verdient zu leben? Ich werde nicht als der Mann sterben, der ich war. Lass deine Beute nicht zu nah ran, Spinne. Du bist stärker, als du aussiehst, Kleiner. Sie kommen nicht einfach davon. Die inneren Dämonen, der Teufelsatem, der Bombenanschlag auf das Rathaus. Erzähl mir nichts von meinen Sünden. Ich weiß, was ich getan habe. Sie haben keine Ahnung. Aber unterschätze niemals deinen Gegner. Hat Trent sie hergebracht? Oder sind sie freiwillig hier? Spar dir deine Überheblichkeit. Wir sind beide in dieser Arena. Die Zeit im Gefängnis hat wohl nichts geändert. Du liegst falsch. Genug davon! Er erweckt etwas in dir, Spinne. Und du in ihm. Zeig mir mehr! Du wirst mich nie besiegen! Spider-Man tötet nicht! Diesen hier kennen Sie noch nicht. Wo bist du hin? Lies Kraft blockiert meine! Schnell! Was ist deine Schwäche? Ihr habt mir gefehlt, Venom-Kräfte! So, jetzt! Zeig uns deine ganze Kraft! Bereut sie eigentlich irgendeine ihrer Taten? Was auch immer ich dir angetan habe, es war nichts Persönliches! Für sie sicherlich nicht! Was willst du? Eine Entschuldigung? Wenn sie auch nur die Hälfte meines Schmerzes spüren würden! Muss schneller sein! Komm schon! Nur eine Chance! Du bist stärker, als du aussiehst, Kleiner. Aber du unterschätze niemals deinen Gegner.
Ja, das ist es. Zurück! Halte ihn gut im Blick, Spinne. Er spielt deine Kräfte. Ich will dich nicht töten müssen. Wow, vielleicht haben sie sich doch geändert. Lass deine Beute nicht zu nah ran, Spinne. Über mich! Machen wir das auf meine Art. Ich bin gerade nicht wirklich hier. Nichts davon ist echt. Was könnte realer sein als Angst? Was machen Sie mit mir? Ich blicke in deine Seele. Ich sehe einen Jungen, der Angst hat, allein zu sein. Seine Familie zu enttäuschen. Reden Sie nur! Sie werden mir nicht entkommen! Niemand ist stärker als man selbst.
Du checkst es nicht. Ich meine, ich habe versucht, dir was beizubringen. Einen Helden aus dir zu machen. Klar, dass du hier nicht ankommst, aber... Du bist deine einzige Enttäuschung. Du bringst Leute in Gefahr. Das ist nicht Spider-Man. Spider-Man hilft Leuten. Du verletzt sie nur. Das ist nicht wahr. Hey, wow. Das ist jetzt nicht an mir aus. Hast ja nicht mal mich enttäuscht. Sondern deine Dad. Nein! So, du heißt also Miles. Wer bist du wirklich? Miles. Kommen Sie runter, Lee! Graben wir tiefer. Kämpfen Sie mit mir! Sie wollen das beenden? Dann kämpfen wir! Was zur Hölle, Miles? Ich weiß, dass Sie es sind, Lee! Ja, klar bin ich das. Ich bin immer für dich da. Ich tue alles für dich. Ich höre nicht zu! Ja, das überrascht mich nicht. Du interessierst dich ja nur für dich selbst, nicht wahr? Du kannst immer nur nehmen. Du bringst mich in Gefahr. Du bringst Haley in Gefahr. Und wofür? Was haben wir davon? Ich weiß nicht. Wir werden zurückgelassen. Sonst gar nichts. Oder wir enden wie Finn. Genki! Genki! Ich hab zwar gesagt, du konntest nichts dafür, aber ich hatte wohl einfach Mitleid. Du solltest dich nicht verantwortlich fühlen. Besonders nachdem... Nicht! Besonders nachdem dein Vater... Sei still! Du entscheidest, wann das endet, Miles. Früher oder später lässt du mich rein. Und bis dahin, leider. Miho, wo bist du? Nein! Ich will dich hier machen. Ich ertrage das nicht mehr, Miles. Du bist nie da. Immer in Gefahr. Ich weiß. Du wirst dich noch umbringen. Nein! Und was dann? Du kannst nicht gewinnen, Miles. Ich hätte dir das nie erlauben dürfen. Am Ende wirst du mich alleine lassen. Mich in Gefahr bringen. Nein! Ich werde dich beschützen. Versprochen! Den Satz kenne ich. Wirklich? Nicht von dir. An dem Tag, als er starb. Wow! Dein Vater sagte mir an diesem Morgen noch, dass alles, was er tut... Nein! Nein, nein, nein! Miles, bitte. Ich liebe dich. Das reicht, Lee. Miles. Ich sagte, das reicht! Du hast recht. Das reicht vollkommen. Ich habe alles, was ich brauche. Schluss damit! Dad? Hallo, mein Großer. Ist das schön, dich zu sehen. Hat sich viel getan, seit ich weg bin. Du bist jetzt ein richtiger Held. Aber ich konnte dich nicht retten. Oder Finn. Wenn Spider-Man nicht alle beschützen kann. Ja, dann. Ach, komm schon. Du bist mehr als nur Spider-Man. Du kannst dich hinter der Maske verstecken. Aber ich weiß, wer du bist. Und für was du stehst. Ich hab dich beobachtet. Wirklich? Und es tut weh. Was ist aus meinem Jungen geworden? Du bist ein Feigling. Ein Schandfleck für die Familie. Das meinst du nicht so! Oh doch. Tun wir alle. Du bist ein Versager, Miles. Das wird sich nie ändern. Nein! Das würdest du nie sagen! Keiner von euch! Ich bin nicht! Zeit aufzugeben. Gib auf, Miles. Nein! Gib auf! Niemals! Gib auf! Gib auf! Gib auf! Nein!
war's nie. Ich mach das nicht mehr mit. Sie wollen wissen, wer ich bin? Der Junge, dessen Vater Sie getötet haben. Was? Er starb, weil Sie beschlossen haben, dass Ihre Probleme wichtiger waren als die Leben all dieser Leute. Jefferson Davis war ein Held, der Menschen vor Ihnen gerettet hat. Miles? Nein. Ich höre nicht mehr auf Sie. Mein Dad zu verlieren, das hält mich nicht zurück. Ich selbst habe das getan. Aber damit ist Schluss. Mach schon. Bitte. Finden Sie Spider-Man, wenn Sie draußen sind. Lass sie nicht entkommen! Mr. Negative wurde angeblich beim Feast in Chinatown gesehen. Aber nicht von Miles. Glaubst du... Miles geht es gut. Wir suchen nach ihm. Finde Lee. Miles muss auch dort sein. Er muss einfach. Ich seh's mir an. Wenn er Miles auch nur ein Haar gekrümmt hat. Hallo? Hier ist Dr. Connors. Sorry, Harry hat mir Ihre Nummer gegeben. Es ist nur... Bitte. Kommen Sie zurück ins Labor. Wir müssen diesen Symbionten entfernen. Seine Herrschaft über Ihren Geist wird nur immer stärker werden. Habt zu tun! Keiner hört zu! Ich habe das Beste von mir hier gelassen. Ich suche keinen Streit. Kraven hält den anderen Spider-Man in einer alten Villa gefangen, östlich der Stadt. Er hat mich gerettet. Ich sollte dich suchen. Das war meine einzige Möglichkeit. Ich verdanke ihm mein Leben. Und noch viel mehr. Wenn wir schnell sind. Nein. Sie haben genug getan. Du solltest stolz sein. Er erinnert mich an dich. Huh?